Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. So, im letzten Part haben wir auf Naboo die Königin ausgeschaltet und jetzt sind wir hier auf Mustafar auf einer Aufräumaktion. Als wir es auf die geschmolzene Oberfläche Mustafas geschafft hatten, war klar, dass Delzo fleißig war. Ganz allein hatte er eine verborgene Droidenfabrik gefunden, zum Laufen gebracht und seine eigene private Kampfdroidenarmee zusammengeschraubt. Den Männern der 501. wurde darauf natürlich ein bisschen heiß unter dem Helm. Und das lag nicht nur an der Lava. Um ehrlich zu sein, wir hatten seit dem Krieg genug von den Mythenhaufen und keine Lust auf einen weiteren. Also haben wir sie hochgejagt. Die Droiden, die Fabrik und beinahe den verdammten Planeten. Ja. Mustafa. Diese Map. Gut, Männer. Heute löschen wir die Überreste der KUS aus. Am Ende jagen wir eine versteckte Droidenfabrik hoch. Aber erst müssen wir diese Mineneinrichtung infiltrieren und sichern. Also los. Kontrolle das über das Lava-Observatorium übernehmen. Ja, das machen wir gerade. Jo. Check the flow. Stirb mal. So, du bist weg. Alter, wie viele ihr eigentlich seid? Was soll denn das? Das kann jetzt nicht sein, um ehrlich zu sagen. Also, das ist jetzt nicht so nett. Das sollte ich euch lieber mal verpissen. Wir sind schon einige. Aber okay, wir sind hier in einer Droidenfabrik. Da kann man sich schon fast vorstellen, dass da einige... Alter, das ist ein Droid, das wusste ich gar nicht. Dass da schon einige sind. So, stirb. Scheiß Autogeschütz. Alter. Packt er den Nuke-Tube raus. Solltest dich was schämen, Kleiner. Solltest du. Mann, Alter, was soll denn der Scheiß? Jetzt reicht's langsam. Gucken, was der Offizier kann. Mörserwerfer und Schallblaster. Okay. Hört sich schon mal nicht so schlecht an. Können wir hier rein? Nein, können wir natürlich nicht. Warum denn auch? Sollten wir das tun? Der Schallblaster ist ja scheiße. Guck, was der Mörserwerfer so kann. Der kann auch absolut nichts. Wir werden hier drauf gehen. Da bin ich mir sicher. Also das werden wir, glaube ich, nicht überleben. Was soll denn der Scheiß, Alter? Druiden? Ich hasse sie einfach nur. Die spielen so scheiße, die Droiden. Einfach nur sterben sollt ihr. Sterben. Reihe mich ein. Sie wollen uns flankieren. Das wird einfach durchrushen. Komm. Springt doch, Alter. Unsere Verstärkung wird schwächer. Stirb! Wieso trifft er mich sofort und ich ihn gar nicht? Stirb. So. Ha. Kleine Überraschung für dich. So. Die Kontrolle über den Gang übernehmen. Geht's auch höflicher. In Bewegung bleiben! Scharfschütze, tja, 2 Uhr. Das war ein Scharfschütze. Komm schon, bisschen schneller. Oh ne, keine Magnawache. Danke. So. Du kriegst eine Granate geschenkt. Sehr schön. Da könnt ihr auch nicht viel dagegen machen. Die Kollektor
Okay, muss man. Ein guter Stützpunkt. Nehmen Sie sie ein. Ja, machen wir. Jo. Halt. Ich dachte, der wäre down. So, genau. Ihr könnt allesamt sterben. Oh. Hat das ganze Springen auch nicht viel gebracht. Was machst du da? Seltsam. Hier bin ich. Seht ihr mich etwa nicht, oder was? Boah, dieses scheiß Autogeschütz, wie ich es hasse. Schnell verstecken. Oh Mann. Scheiße, wer war denn das jetzt? Oh, verdammt. Zum Glück war es kein Autogeschütz. Die hasse ich einfach nur, Alter. Die hasse ich bis aufs Übelste, die Autogeschütze. Die sind richtig minderwertig. Die sind so klein, aber haben so große Wirkung. Das ist echt... Falls ich dich erwischt habe, tut's mir leid, aber ich habe dich immerhin gerettet. Vom Sterben, also von dem her kannst du dich jetzt nicht wirklich beschweren. Komm, komm, komm. Nein, warum musst du ausgerechnet jetzt nachladen? Schieß doch! Was soll denn der Scheiß? Er schießt einfach nicht, es juckt dir nicht. So. Gut, boy, motherfucker. Nein, jetzt. Ah, der ist von uns, okay. Also wir müssen erstmal hier einnehmen. Okay. Ich habe schon wieder zu weit gedacht. Alter, leck mich doch. Wieso ist er jetzt nicht verreckt? Hallo? Wieso ist er jetzt nicht gestorben, Mann? Ich habe ihn erwischt. Sogar noch bevor der andere auf mich geschossen hat. Verdammt, Alter. Wir verlieren wieder an Einheiten. Und das ist alles andere als gut. Alter, wie viele Milliarden hat er denn produziert von denen? Boah, ich brauche eine Nahkampfwaffe, Alter. So geht es nicht. Nein! Er muss eben mal in den dümmsten Situationen nachladen. Wer war das? Alter, es kotzt mich jetzt langsam richtig an. Jetzt komm, stirb doch mal. Ich will nicht verlieren. Noch haben wir genug Einheiten. Noch ist ja okay. Noch ist es nur nervig. Aber später, wenn wir wenige Einheiten haben, dann wird es mehr als nervig. Dann wird es nicht. Dann wird es nämlich auch noch zusätzlich kritisch. Und anpissend. Oh, Alter. Das ist echt... Komm, bitte, stirb einfach, okay? Danke. So, das kommt davon, wenn man sich mit Truppen anlegt. So, das Autogeschütz wäre auch zerstört. Jetzt komm schon. Und er zerstört einfach den Gesundheitsdroiden. Hast du toll gemacht. Wir sind stolz auf dich. Komm schon, mach doch schneller. Oh, holy. Holy shit. Die wir heute nicht zerstören, werden uns morgen Ärger machen. Also, auslöschen. Diese Geonosianer haben an einem neuen Prototypen eines konföderierten Infanteristen gearbeitet. Zerstören Sie die Pläne, damit Sie keine neue Droidenarmee bauen können. Es geht einfach durch. Es trifft nicht. Das war jetzt leicht dumm, um so zu, auszudrücken. Was war das? So. Ich brauche einfach eine Nahkampfwaffe. Wieso gönnt mir keiner eine mit einer Nahkampfwaffe? So, das ist jetzt getroffen. Okay, es ist kaputt, eins.
war schon mal nice. Alter. Es ist echt unnormal, was die aushalten teilweise. Und die haben auch eigentlich richtig gute Reaktionszeiten. Das ist bemerkenswert, wenn man so bedenkt. Mann. Okay, da sind welche, das sehe ich auf dem Radar. Eine. Eine war da. Das war's. Okay, eine gute Idee. Hat der mein Pack gerade zerstört? Jawohl, perfekt, er läuft noch rein. Einer unserer Jungs wurde getötet, als er das andere Signal herbrachte. Los, holen Sie es! Es juckt ihn gar nicht, dass eine Truppe von uns verreckte, sondern einfach, wo irgend so ein Signal war. Nett. Schaffen Sie das Signal auf die Zentralantenne. Dein Ernst? Ich will jetzt nicht meckern, aber da gibt es ein paar Gegner. Wenn du es so gut weißt, warum machst du es dann nicht? Das frage ich mich immer in solchen Spielen. Immer so Anweisungen bekommen und der dann immer einen so kriegt, stumm anmacht. Wenn du es besser weißt, mach's doch selber. Woran lang? Ach so. Genau da nach hin. Komm, run, Motherfucker. Renn, renn, renn. Du hättest mir kein Munitionspack eben so hinwerfen sollen. Schon mal so was Gescheites. Rückzug zur Kollektorbasis und beobachten Sie das Feuerwerk. Jawohl, Feuerwerk. Schön. Hier mal Abwechslung nur zum Vergleich zum Schießen. Feuerwerk. Okay. Wenn das für dich ein Feuerwerk ist, dann scheiße. Ja, das war echt ein Feuerwerk, er killt mich so. Das ist echt ein schönes Feuerwerk. Unglaublich toll. Ich nehme mal die dunkle Truppe. Vielleicht kann die was mit ihrem Schockangriff. Weiß nicht. Vielleicht kann die was gegen Geld zu machen. Ich persönlich bin kein Fan von der Schocktruppe. Ich hasse sie eigentlich. Ich mag sie gar nicht. Ja, das hat toll geklappt, würde ich sagen. So, eine Granate. So, noch eine Granate. So, noch eine Granate. Komm. Er ist gleich down. Komm schon, genau. Sehr schön. Jetzt muss man noch aufladen, das Ding. Die Waffe und dann, wenn wir ihn sehen, dann zack, in your face. Äußer da ist er. Alter, dieses ist ja richtig scheiße, das Ding. Stirb! Delzo! Danke. Dieser Delzo wurde besiegt. Endlich. Ein Droidenaufstand weniger. Ich wollte den Typen da gerade neben mir killen. Naja, muss er leider überleben. Die Zerstörung der Mineneinrichtungen hat jeden Gedanken an eine zweite Droidenrebellion ausgelöscht. Zum ersten Mal seit Jahren konnte sich die 501. entspannen und sich darum kümmern, ein Imperium aufrechtzuerhalten, anstatt eines aufzubauen. Ja, 73 Kills nicht schlecht, 8 Tode hingegen schon. Weiter ohne Speichern. So. Kamino, Wachwechsel. Die Einrichtung der Kaminoaner muss eingenommen werden. Sie setzen unsere eigenen Brüder gegen uns ein. Solche bösen Leute. Naja, wie auch immer, das war's auch wieder für diese Ausgabe von Let's Play Star Wars Battlefront 2. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Und möge die Macht mit euch sein. Servus.